Ein Perfektionist ist jemand, der alles vollkommen machen will. Perfektionisten sind wichtig, weil sie helfen, dass Dinge wirklich gut geschehen. Perfektionisten können aber auch Nervensägen sein, weil sie Kleinigkeiten übertreiben. Wenn du selbst ein Perfektionist bist, dann bist du für manche Dinge besonders geeignet und bei anderen Dingen vielleicht nicht. Angenommen, du bist verantwortlich für ein Chemielabor, dann wird vermutlich Perfektionismus dort sehr wichtig sein. Angenommen, du bist verantwortlich für eine Operation und insbesondere eine Routineoperation, jetzt nicht die Cutting-Edge-Operation, wo du Neues ausprobierst, dann ist Perfektionismus wichtig. Genaue Abläufe, genau strukturiert und genaue Strichlisten bzw. Checklisten abhandeln und jede Handlung muss sitzen. Hier ist Perfektionismus gut. Aber angenommen, du hast mit Menschen zu tun, du bist Lehrer oder Krankenschwester oder du bist Psychologe. Hier hat Perfektionismus wenig zu tun. Mensch ist niemals perfekt. Jeder Mensch hat seine Probleme, jeder Mensch hat seine Schwierigkeiten. Und so kannst du überlegen, wenn du ein Perfektionist bist, wo soll ich meinen Perfektionismus besonders einsetzen? Und vielleicht, wo sollte ich gerade auch mal ungerade sein und 80% Genauigkeit reicht aus. Es heißt auch, es gibt das sogenannte Pareto-Prinzip, angewandt auf die persönliche Arbeitsweise. In 80% der Fälle reicht 80% Genauigkeit aus und dafür braucht man nur 20% der Zeit. Aber in 20% der Fälle ist eine höhere Genauigkeit notwendig und in diese Fälle brauchen dann auch sehr viel mehr Zeit. Was meinst du zum Thema Perfektionismus? Bist du ein Perfektionist? Hast du deine Nische gefunden, wo es gut ist, Perfektionist zu sein? Kannst du dich auch trainieren, bei manchen anderen Dingen ein bisschen mehr loszulassen? Kennst du Perfektionisten, die dich nerven? Könntest du dir vielleicht vorstellen, diese Perfektionisten mehr wertzuschätzen für das, was sie können und humorvoll vielleicht ihre Übertreibung zur Kenntnis zu nehmen? Schreib es doch in die Kommentare. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de.